klang so. Zellregeln? No worries. We don't have to build a fire tonight. Ich frage mich, wie lang das gebucht ist. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Awesome. You should sit down and watch it with me. Damn! That fucking redneck hit me hard. Turn the other cheek, they said. Date mit Jen. Date mit... Aber ich frage mich echt, was die, wie die nächsten Episoden heißen. Ich hoffe, das erfahre ich nachher noch. Alles klar. Öffnen. Fill her up. Wärmer. Yuck, Sean. There's a condom in my bag. Gross. Hey, don't touch that. You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay, I'm going. Tja, und nur so, was passiert hier? What's warm? Why didn't you use soap to make bubbles? Sorry, man, I forgot to. Use as much soap as you want. It's free. Oh, everything? Cool. Yeah, clean up good. But leave some for me, bro. Ich wollte gerade sagen. Aber dann hast du nichts mehr. You should throw my phone away while Daniel is washing. Nein. Freak out. Time to say goodbye to modern life. Ist das dein Ernst? Shit. Lila's freaking out. Maybe I should leave her out of this. Or she'll get into trouble, too. Just do it, bitte. Ich weiß, das wird Konsequenzen haben, ist mir aber scheißegal. Sean? Hey, Lila. Sean, is that you? Do you... Sean! Oh, God. Are you okay? I guess. I'm in a motel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. Fuck. I didn't do anything. I know. God, this is so messed up. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but we can't take that risk. They're gonna put me in juvie. Daniel... Bullshit. You're innocent. And I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. I'm sorry. I totally hate this. I guess the freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So, where are you going? We're just going away for now. I'll call you if I get a chance. Hast du deine Nummer notiert? Sean, wait. Ach, Alter.
in here right now. What? What did I do? You forgot to open this prison. Das war meine einzige Option, Mann. Was? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich hoffe einfach, er hat seine verdammten Nummern abgespeichert. Okay. Don't think about it. Just tell Daniel the truth. Gut so. Are you kidding me? Remember that song? Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Ich kann mich ja hier nicht groß umgucken. Ich weiß, dass da vorne die Sodamaschine ist. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Andenken sein müsste, aber... Keine Ahnung wo. Ein Dollar, ich dachte, es wären zwei. Daniel. Oh, fuck. Oh my God. Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad! Your dad is dead! Why? Something! You asshole! I lied! Why did you lie to me? I was scared, Daniel. I didn't know what to say. You should have told me. I couldn't believe it either. I didn't mean to. I hate you! You're not my brother! Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me! Daniel, please! Oh. Shh. It's okay. Gut reagiert. Ich wünsche der Person, die das sauber backen muss, viel Spaß. Me too. Told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. I won't. Ever. I promise I won't lie to you again. Ist das dein Ernst? Hallo? Spiel hier. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. Kleiner. It's gonna be okay. Fuck. It's gonna be okay. It's gonna be alright. Im Nachhinein gesehen hätte ich vielleicht doch die 10 Dollar klauen sollen aus der. Aus diesem Sean. Dingens. Aber ich wusste ja nicht, was passieren würde. Am I
a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. Ah, wir machen eine Busreise. What are we gonna do now? I was thinking Mexico. Maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories. Date mit Jen! Mann! Once upon a time. Ein Meerrettich. Wild world. There were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf. They all lived happily together. But one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the Great Bigfoot. No shit! Alter! Ich mag, dass das Original Cave Stories und Characters immer so ein bisschen wackelt, aber die anderen nicht. Oh doch! Original Score auch, Mixed Up by auch, aber Producer und so haben nicht so gewackelt. Ach Gott, während das durchläuft, reden wir einfach mal ein bisschen. Ich weiß nicht wieso. Aber, also, die Life is Strange Teile haben ja schon immer mit den Gefühlen von einem gespielt. Es war ja einfach so. Aber, Alter! Before the Storm und Life is Strange 1 waren nicht so heftig wie diese erste Episode für mich. Ich weiß nicht wieso, aber ohne Witz. Holy shit.
Date mit Jen übrigens. Ich möchte das immer noch. Nee, ich frage mich, ob das passieren wird. Ich frage mich, ob wir jetzt wirklich einfach nach Mexiko gehen oder ob noch... Ich meine, wir haben noch 4 Episoden. 4. Ich habe keine Ahnung, was da noch passieren soll. Also ohne Witz, ich... Was zum Teufel? Kehren wir nochmal zurück? Kommen wir an der Grenze nicht vorbei und werden dann ausgeliefert? Müssen wir dann unsere Unschuld beweisen? Was für krasse Sachen werden wir noch mit der Superkraft von dem vom Daniel anstellen? Weil der hat ja eine Kraft. Hat man ja gesehen. Das ist dieselbe Kraft, die wir... Der Typ... Ich habe vergessen seinen... Also ich habe seinen Namen vergessen. Aus diesem Captain Spirit. Aus diesem Preview. Ich frage mich eh noch, wie das zusammenhängt. Aber Alter. Ich frage mich, warum er nicht einfach gesagt hat, als der Polizist da stand, hey, das ist Fake-Blut. Weißt du? Und der Polizist hat dann einfach überreagiert. Wir werden hier eindeutig mit einem ganz, ganz wenig Rassismus, Build the Wall, beschmissen. Aber, Alter. Mach hart. Ohne Witz, das ist krass. Brody, der war mir noch mit am sympathischsten von allen, den sie getroffen haben. Freunde waren halt auch cool, aber. Und wie hart hat Lila unser Handy gesorgt, dass ihr instant gesehen habt, dass wir online sind? Yo, Listomania, habe ich am Anfang so gedacht, so, hey, irgendwo erkenne ich das, aber ich kenne davon einen Remix. Ja. Ja, mal gucken, wie wir so abgeschnitten haben. Hier haben wir bisher das meiste gemacht. Ja. Hier, du hast nicht um Essen gebettelt. Das haben viel mehr gemacht als... Tankstelle nichts gestohlen. Du hast Tank geschlagen und Campingausrüstung gestohlen. Das haben wir halt nicht gemacht. Leider zurückrufen habe ich einfach getan, weil, ne? Du hast dir den versprochen, dass du ihn nicht nochmal anlügst. Er hat etwas über Wegmarkierungen gelernt. Im Wald nicht hingefallen. Wo hätte er dann hinfallen können? Daniel hat im Wald eine Festung gebaut. In Anführungszeichen. Ja. Oh, Daniel hatte genug zu essen. Daniel hat nicht genug zu essen. Das ist ein Unterschied, ja. Daniel musste um Essen betteln, haben halt, ne? Deckt sich ja so ein bisschen. Daniel war im Wald wütend auf dich. Gut, mein Fehler. Eine erträgliche Nacht. Wie? Der die Geschichten haben Daniel Albtraum bereitet. Ja, weil ich ein bisschen böse war. Daniel hat kein Powerbier-Spielzeug bekommen. Ja? Weil, nein. Daniel hat nichts gestohlen. Daniel hat etwas vom Prodi gestohlen. Ich weiß gar nicht, wo man das hätte machen können. Oder, also, ne? Wie das, vielleicht, wenn man ihn vorher schlecht beeinflusst hätte, dass er dann was stiehlt von selbst. Aber ich find's gut, dass er es nicht gemacht hat. Fortfahren. Alright. Oh, eine Preview. Eine Preview, Leute! Come on, man. Focus. Ah, sie trainieren seine Superpower. You can do it.
Habe ich schon. Habe ich aber noch nicht eingelöst. Hauptmenü. Ich möchte wissen, wie die nächste Episode heißt. Ich hoffe, ich kann das nachgucken. Episode spielen. Oh, steht gar nicht dabei. Dann google ich jetzt. Das muss ich wissen. Warte. Life is Strange 2. Episode 2. Wir laufen anscheinend dann... Wow, cool, kleiner Spoiler. Wir laufen dann anscheinend... Ah, Rules. Heißt, wir stellen Regeln auf. Cool. Und wir laufen dem Captain Spirit über den Weg. Ja, dann war's das damit. Ich habe jetzt wieder 3 Stunden Material. Und ich wünsche euch, keine Ahnung, dann auch immer, dass ihr guckt, halt einen schönen Tag noch. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Die nehme ich halt die nächsten Tage auf. Kommt dann direkt im Anschluss hier ran, wahrscheinlich, ziemlich sicher. Ja. Bis dann.